So, es ist wieder soweit. Es wird wieder was ausgepackt. Aber wir gucken uns das vorher erstmal an. So. Farbenspiellaterne. Okay. Also, das ist schon mal eine Laterne. Sehr gut. Überraschungen gibt es auch. Das sind diese Kügelchen wahrscheinlich. Aha, drehen. Drehen. Drehen wir mal. Aha. An, aus. Okay. Das ist cool. So, dann packen wir das mal aus. Einmal hier. Kleber. Hier ist Kleber. Ich will den Karton nicht kaputt machen. Müsste das eigentlich hinten aufgehen. Schauen wir mal. Hier ist noch Kleber. Nicht mehr. Müsste hier auch noch was sein. Auch ganz klein sogar. Ja, hier gibt es noch mal was zum Lesen. Ja, das brauchen wir vielleicht gleich. Das ist das Übliche. Dann haben wir hier noch weitere Sticker. Das sind aber einige. Ich stelle die mal. Ah, jetzt. Easy's Cutie Mark. Oh, alle Cutie Marks. Okay, cool. Na, nochmal das Übliche, braucht keiner. Ja, was haben wir denn hier? Erstens, zweitens. Und drittens gibt's nicht. Ah, doch. Aha, öffnen. Kapiere ich nicht. Schauen wir mal. Wir packen das jetzt erstmal alles komplett aus. Das verstehen wir erst alles, wenn das Ganze funktioniert. Und während wir das Ganze ausprobieren. So. Ah, shit. Ich habe den Karton ein bisschen angerissen. Genau das wollte ich nicht machen. Sunny noch hier drin. Ich mach die mal eben ab. Da ist sie. So, den Henkel noch ab. Henkel ist auch ab. Alles klar. So, die Verpackung kann wahrscheinlich jetzt mal weg. Ach so, wir haben die noch gar nicht besprochen, ne? Wir haben die noch gar nicht besprochen. Machen wir das eben. So, was steht hier hinten? Nichts. Da ist Sunny in der Laterne. Okay, das ist cool. So, okay. Ah, man kann hier Flügel anklipsen. Das ist geil. Das gefällt mir. Ja, ihr Haus ist im Hintergrund zu sehen, an der Bucht. Und sonst nichts, also keine Hinweise auf irgendwelche Easter Eggs oder sowas. Da ist nochmal ihr Haus im Hintergrund. Und die Sunny-Figur. Ah, man kann daraus eine Kette machen, sehe ich gerade. Cool. Okay, so, dann haben wir einmal diese Laterne hier. Da ist noch irgendwas verschlossen.
Müsste auch noch irgendwie aufgehen. Geht denn das jetzt? Moment. Okay, so, da haben wir es. Das ist das Teil. Erstmal kommt der Henkel oben dran. Zack, zack, fertig. So, Henkel haben wir. So, dann haben wir die Sunny. Das muss auch irgendwie abgehen, bestimmt. Oder hier ist es auf jeden Fall. Ach so. Hier ist eine Klappe. Ja, hier sind die Kugeln alle. Die nehmen wir mal raus, glaube ich, erstmal. So. Das geht auch noch auf hier oben. Achso, da muss man hier auf den Knopf drücken. Jetzt ist eine Kugel runtergefallen. Sekunde. Hat sie. Ein bisschen hier was zur Seite räumen. So. Ja, hier drückt man drauf. Dann kann man das öffnen. Und irgendwas ist hier drin. Aber wir haben hier einmal. Ah. Interessant. Oh, leuchten die im Dunkeln? Ne, sieht nicht so aus. So, das ist dann die. Oh, das ist aber. Ich dachte, das wäre jetzt irgend so ein billiges Zeug. Also einfach nur eine Schnur, aber das ist echt so ein richtig hochwertiges, festes Gummi. Das ist gut. Es geht auf. Natürlich einfach nur geklipst. Das ist cool. So, auf Seite damit. Dann haben wir hier noch einmal ihren Cutie Mark. Jo. Da ist irgend so ein Bolzen drin hier vorne. Ich glaube, das Pony kann man dann da draufstellen oder so. Dafür sind die ja meistens. Aber dazu geht's dann nicht mehr. Ja, wir machen mal oben zu. Okay. Oben ist zu. Hier ist noch Pappe drin. Ich glaube, die. Ich hole die mal eben da raus. Alles klar, die Pappe ist raus. Na gut, so, das Ganze haben wir jetzt hier. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktionieren soll. Also, erstens den Bügel dran haben wir. Zweitens Lampe anmachen. Ach so. Ah ja. Okay. Ach, jetzt verstehe ich das. Ach so. Ja. Alles klar, jetzt habe ich's. Also, die Kügelchen alle wieder rein. Alle wieder rein. Sunny auch schon? Weiß ich gar nicht. Ja, erstmal nicht, oder? Was steht denn hier? So, die Kugeln sind ja drin.
So, jetzt sind wir bei 2. Wenn wir jetzt hier rumdrehen, dann fällt mir wieder eine Kugel runter. Und die ist natürlich jetzt unter das Sofa gerollt. Wunderbar. Ich hol die mal eben. Ganz tief drin. Scheiße. Na, verzichten wir drauf. Die ist ganz, ganz hinten. Ich muss das komplette Sofa vorziehen. Das geht jetzt nicht mal eben. Und verzichten wir jetzt auf die eine. So, jetzt machen wir das mal so, dass sie nicht runterfällt. So. Geht denn das jetzt auf? Ich guck mal eben. Achso. Einfach drücken, aufmachen. So, dann hat man hier irgendwas. Ja, Kristall. Mit dem sollen wir irgendwas machen. So. Damit machen wir jetzt was. Da sind wir schon bei Punkt 3. Punkt 3. Den müssen wir da oben rein tun irgendwie. So. Ah. Dann geht das Ganze hier auf. Aha. Dann haben wir die hintere Klappe. Die sollen wir öffnen. Dann rollt mir aber wieder eine Kugel weg. Und dann den Bügel hoch. Aha. Die Sunny da drauf. Sunny ist drauf. Jetzt ist die eingesperrt. Toll. Boah, jetzt kommen da noch mehr Kugeln raus. Okay. Ah. Dann haben wir ein Armband für Sunny. Ich leg das mal eben hier hin. Die benutzten Kügelchen tue ich mal zur Seite. Da war jetzt ein Armband drin. Dann haben wir noch eine blaue, ist hier noch mitgekommen. Da ist ein weiteres Armband drin. So, also es wird wohl sehr viel mit Armbändern zu tun haben in den Serien. Wieder ein Armband. Wir gucken uns die Armbänder gleich mal genau an. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Zack. Kommt das nächste raus. Da ist diesmal ein Eis drin. Eine Kette. Da ist jetzt eine Kette drin. So, jetzt müssen wir nur noch an den orangenen Ball kommen. Erstmal die Klappe zu. So. Sunny hält den aber jetzt fest. So. Sind gleich 2 drin in der einen Kugel hier. So, die Kugeln haben wir jetzt leer. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich die Sunny.
Ja, also so funktioniert die Laterne auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Oben richtig zu. Achso. Schlüssel rausnehmen. Das ist der Schlüssel davon. Die Krone ist der Schlüssel davon. Dass ganz oben das aufgeht. Achso. Nochmal zu dem Band. Jetzt können wir die Kugeln hier nehmen. Das hier einfädeln. Ich mach das auch, dann kommen die Kugeln nicht weg. So. Dann haben wir das eingefädelt hier. Zack. Dann die nächste. So. Das haben wir auch. So, eine machen wir noch. Nehmen wir die lange. So. Ich will nicht alle benutzen. Vielleicht hat mal jemand eine Frage oder möchte das mal ausprobieren hier. Dann habe ich noch ein paar Kugeln draußen, die ich jetzt nicht zu einer Kette mache. Zack. So, dann kann man das hier schließen. Das Gummi. Und dann einfach nur hier rein. Das rastet dann einer drin, wenn man es weit genug reindrückt. Zack, so, ist drin. Ja, dann hat man eine Kette, kann man sich umhängen. Mache ich jetzt nicht. Jetzt kommen die Kügelchen hier nicht weg. Drei lasse ich über, dass man die wieder da reintun kann in die Laterne. So, jetzt haben wir ja hier noch Sachen für die Sunny. Zack, hat die bei uns Cutie-Mark? Ja, hat sie. Okay, Deckel zu. Jetzt haben wir ja das hier, das muss hier drauf. Das ist aus Gummi außerdem. Jetzt hat sie ihr Horn. Schön. Das passt dabei sehr genau, ne? Das haben die echt cool hingekriegt. Nicht schlecht. Und ihre Flügel. Da blicke ich jetzt nicht gerade ganz durch, aber es sollte so sein. Hä? Ach so. Okay, da, so haben wir es jetzt. Ich musste gerade ein bisschen an der Kamera vorbeigucken, weil in der Kamera ist das echt ein bisschen schwierig. So, dann kann man ihr natürlich hier so zum Beispiel noch so ein Eis hier in den Hand drücken. Zack. Kriegt sie ein Eis. Kriegt sie noch ein... Heute fällt alles runter. Kriegt sie ein anderes Armband. Dann haben wir noch ein Armband dafür. Sehr schön. Und die Kette. So, jetzt hat sie die Kette um. Wir haben kurz ranzoomen hier. Macht's nicht. Na, jetzt. Nervt. Ich mach gleich mal das Internet am Handy aus. Ich werde hier andauernd voll getextet. Das nervt. Ich mach mal kurz das Internet aus. Es geht nicht. Doch jetzt. Sekunde. Bin sofort wieder da. So. Jetzt ist das Internet aus und jetzt werden wir nicht mehr gestört. So, das ist die Sunny. Alihorn. Okay. Gefällt mir. So, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Zack, liegt sie. Jetzt wird das Ganze zusammengebaut. Meine Kamera spinnt gerade. So, jetzt nicht mehr. Ja, das war dann auch alles, was da mit bei war. Das ist die Laterne. Achso, dann macht die hier natürlich noch Licht. Ich mach mal die Sunny wieder an, da sieht das schöner aus. Aber mit Flügel diesmal. So, geht das mit Flügel und... Ja, das geht. Ah, ihr Eis hat sie jetzt auch noch.
Gib mir mal dein Eis. Ja, warte ein bisschen. So, weil sie fliegt ja. Es passt hier nicht mehr da rein, oder was? Ah, doch. Hallo. So. Dreimal drehen, so zu länger. Ah, dann blinkt das sogar. Hier stand ja irgendwas mit dreimal drehen. Dann ist sie an. 60 Sekunden. Einmal drehen, 5 bis 8 Sekunden. Jetzt bleibt die eine Minute an. Schön. Also ich sehe gerade durch die Kamera, dass das ein bisschen flackert, das Licht. Das ist aber nur so, während ich durch die Kamera gucke. Also das leuchtet schön. Das macht auch Lichteffekte, aber das flackert nicht so hässlich, wie das jetzt hier gerade so zu sehen ist. Also das leuchtet wirklich schön. Das ist jetzt nur durch die Kamera so. Als ob ich auf dem Fernseher filme, dann ist das ja auch manchmal so. Aber das leuchtet gut. Also das simuliert jetzt eine Kerze, die da drin brennt. Die blinkt ja auch ein bisschen. Aber dieses Flimmern, das ist von dem Video. Das heißt jetzt, ist jetzt nicht die Laterne. Ja, das Ding gefällt mir. Das ist cool. Jetzt ist aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich gerne an. Ich experimentiere da jetzt ein bisschen mit rum und gucke mir das nochmal ganz genau an. Aber ich denke, ich habe das gut erklärt und habe auch alles erklärt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao. So, nochmal ganz kurz. Die wichtigste Kugel ist gerade runtergefallen. Ihr wisst ja, dass mir gerade eine Kugel runtergefallen ist. Die ist komplett unter das Sofa gerollt. Ich habe sie rausgeholt. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Armband drin. Aber da ist was richtig Unerwartetes drin. Also das ist wirklich eine richtig dicke Überraschung. Das ist die wichtigste Kugel von allen, finde ich. Ich mache die jetzt mal auf. Hier ist die Kugel. Ich habe jetzt das Stativ abgebaut, deswegen filme ich jetzt aus der Hand. Ich mache mal eben die Kugel auf. Ihr glaubt nicht, was da drin ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, was da drin ist. Ich gebe euch jetzt 10 Sekunden gleich Zeit. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr meint, was da drin ist. Ab jetzt. Ja, was meint ihr? Was ist da drin? Ich löse auf. Ich habe selbst nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe. Es ist... Spike. Da ist ein kleiner Spike drin. Das ist so cool. Ein kleiner Spike. Das muss ich euch jetzt unbedingt noch zeigen. So, jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich verlinke euch wie immer jetzt die Telegram-Gruppe, die Facebook-Gruppe. Da stelle ich auch nochmal die Bilder von den ganzen Sachen rein, wenn ihr euch die Bilder dazu nur angucken wollt. Ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis später.